Leute, hier ist euer Beschix und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play GTA San Andreas, die Remastered-Version. Im letzten Part konnten wir hier die Grafik schon mal bestaunen und uns ein Bild machen, wie das so alles hier aussieht. Und jo, unseren Bruder Sweet konnten wir kennenlernen und unsere Schwester Candle. So, und jetzt wollen wir zum Rider gehen. Zuerst aber müssen wir mal einen Anruf entgegennehmen. Mal gucken, was hier Wichtiges gibt. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Ja, es hat sich einiges verändert, aber es wird sich auch einiges verändern, wenn wir fertig sind mit den ganzen Kunden, die hier rumlungern. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir erstmal zum Ryder. Ich hoffe mal, er hat nicht schon wieder eine Tüte geraucht, aber ja, seht's euch an. Man, what you want? Seeing my home. So with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Let's go, bitch. Show me how they drive on the East Coast, homie. Schau mal an, den sein absolut geiles Gefährt. Gut, hier sind natürlich schon Grafikfehler in seinem Auto, weil die Dosen in der Luft schweben. Aber naja. Ja, Thema Radiosender. Also ich habe die Musik so leise eingestellt, dass man im Prinzip fast gar nichts hört. Einfach nur aus Copyright-Gründen. Ich hoffe mal, das ist so in Ordnung für euch. Aber ich versuche die ganze Zeit mit euch zu kommunizieren. Deswegen denke ich ja auch nicht, dass jetzt so schlimm ausfällt. Auf jeden Fall sind diese Lichteffekte von den Scheinwerfern schon echt not bad. So, und irgend so ein Pizzaladen hier malt ja ständig Graffitis. Oder übermalt unsere Graffitis. Und wir sollen aber jetzt erstmal in den Friseursalon reingehen. Eine geile Frise schneiden lassen. So, mal gucken, ja, was du alles drauf hast. Jetzt kommt's drauf. Aber das Menü hier, das ist auf jeden Fall überarbeitet worden. So, für eine Vorschau. Was wollen wir denn mal haben? Afro bin ich nicht so Favorit. Sieht's denn mit dem hier aus? Wie viel haben wir? $350 haben wir. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht eher gruselig aus. Obwohl das geht. Ja, komm, wir machen jetzt einfach mal den. Jo. Brauchen wir nur noch geile Klamotten, naja, weil in seinem Unterhemd. Da kommt man nicht weit, ne, im Leben. So lernst du im Club halt auch keine kennen. Dankeschön. Man, was das? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want you to get something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Ja, San Andreas verfügt auch damals, beziehungsweise war es das erste GTA, was über einen Gesundheitsbalken, beziehungsweise auch über ein, ja, Fett, über eine Fettanzeige verfügte. War schon heftig damals. Aber jetzt müssen wir erstmal was essen. Cool, dass die hier zwei dieselben Trainingsanzüge tragen. Wobei mir gerade auffällt, also das wurde definitiv abgeändert. Die waren früher, glaube ich, orange, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So, hören wir uns erstmal was zum Schnabulieren. Ja, gib mal irgendwas Cooles her hier. Ich nehme jetzt mal die volle Lutsche.
Boah, geil. Nehmen wir. Abbrechen mit Tee. Jetzt kommt Ryder. Naja. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Ja, jetzt rennt er selbst, ne? Auf jeden Fall werden wir den Typen gleich erstmal überfahren. Und habt ihr das gesehen? Und es ist immer noch so, dass... Jetzt haben wir nämlich eine Schroti. Und komischerweise, das... Doch, ja, Blut ist vorhanden. Blut ist vorhanden. Das ist nämlich der einzige Teil von der Trilogie, wo das Blut vorhanden ist. Warum auch immer. Also es wurde wieder zensiert. Und was mir auffällt, und das ist halt immer noch so, ist, dass Ryder jetzt auf einmal keinen Cappy mehr auf hat. Also den ersten Grafikbug haben wir schon mal entdeckt. Aber gut, wenn es dabei bleibt, bin ich doch ganz zufrieden. Naja. Gut, also Graffitis werden definitiv nicht mehr bemalt, weil derjenige ist jetzt tot. So gehen wir hier oben in der Grove Street damit, mit solchen Leuten. Und immer noch weg. Naja. Obwohl, doch, hier haben sie immer noch orangene Trainingsanzüge. Also entweder der Skin ist komplett neu, weil das habe ich noch nie gesehen, auch in der damaligen Version. Und auch hier... Der hat da auch ein anderes an. Genau, das sah nämlich so aus wie der rote. Also offenbar haben wir, sind ja schon neue Klamotten eingefügt worden. Ja, hier drüben ist er in gelb. Cool, cool, cool. Also auch kleine Änderungen sind mit reingerutscht. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Steigen wir mal in Sweets Wagen ein. Wir sollen jetzt mal ein bisschen taggen gehen. Machen wir da auch gern mal. Ich bin aber mal gespannt. Oh ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das Grove Street Logo aussieht. Ob es da irgendwie eine Änderung gibt. Ich denke mal ja nicht, aber... Nein, selbst das Ballers Logo sieht immer noch genauso aus. Watch for those rollers as I tag this up. Wolf Street for life. Oh yeah. There's another two baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Ach so, der fährt. Oh. Ach ne, jetzt. Ja, würde schon sagen, hä? Oh, muss ich jetzt tatsächlich? Ja, gut. Müssen wir ein bisschen an die Umwelt denken, ne? Nicht immer nur mit dem Auto fahren. Gut, also ihr seht schon das erste nervige Sammel-Event von, oder Sammelobjekt von GTA San Andreas, nämlich Graffiti ist. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ich dachte, es wären 3 oder 4. Ob ich die alle sammle, weiß ich noch nicht, aber wenn, dann mache ich wahrscheinlich einen kompletten Part raus. Oder je nachdem, ob wir zwischendrin mal eins finden oder nicht. So, jetzt müssen wir auch noch direkt ins Ballers-Gebiet fahren. Mein Gott, was wird uns denn jetzt hier warten? Ich hoffe mal, wir finden jetzt keine von den Jungs. So, schnell mal das hier übersprühen. In der Nacht- und Nebelaktion. Oh ja, jetzt kommt noch die Polizei oder was? Schnell weg, schnell weg. Jetzt sind ja auch noch Kunden da. Ach,
die sehen aber auch wirklich schrecklich aus. So, weg hier. What the fuck? Who got issues now, bitch? So, stirb. Sauber. Die ersten zwei Ballers erlegt. So, jetzt müssen wir schnell von der Polizei fliehen. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Komm. Hier noch drüber. Ja, hier oben war es, oder? Genau. Ne, wo? Ach, hier. Genau. Alles schön übersprühen. Quote Seed for Life. Jo, ich bei mich. Die Cops sind nämlich hinter uns her. Na, aber Logo doch, mein treuer Kompane. Wieso fahr ich denn jetzt eigentlich hier lang? Na, okay. So, jetzt haben wir es den Ballers aber gezeigt. Die ersten zwei Jungs erledigt und die Graffitis übersprüht. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Respekt und $200. So muss das laufen, Jungs, oder? Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommis. So, ich würde sagen, jo. Das war's mit dem zweiten Part. Wir sehen uns auf jeden Fall im dritten wieder. Aber den Anruf, den nehmen wir noch an. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Jo, wer redet so nicht mit der Polizei, ne? Alles klar, Jungs. Dann bis zum nächsten Part. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut, haut rein und ciao.